Nach Schottland. Die Schotten stimmen über die Unabhängigkeit von London ab. Das Referendum im hohen Norden ist auch in Südtirol seit Monaten Inhalt politischer Debatten. Die deutschsprachigen Oppositionsparteien und die Schützen hoffen auf die Schotten. Ein Ja zur Abspaltung wäre in Südtirol Wasser auf die Mühlen jener politischen Kräfte, die sich von Rom loslösen möchten. Politologen halten aber eine politische Mehrheit für eine schottische Sezession für unwahrscheinlich. Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Elmar Thaler, ist startklar für die Reise nach Edinburgh. Wenn Schottland über seine Unabhängigkeit abstimmt, hilft er freiwillig bei den Auszählungen mit. Der Südtiroler Schützenchef hofft auf ein historisches Ereignis. Ich glaube, bei so etwas sollte man schon dabei sein, selbst oder vor allem, wenn man sich selbst jahrelang dafür eingesetzt hat, dass Ähnliches in unserem Lande auch stattfinden kann, da muss man einfach dabei sein. Vor allem auch, weil ja man bei uns hier landläufig der Meinung ist, das geht nicht, die Selbstbestimmung ist nicht möglich. Schottland macht es uns vor, dass es möglich ist. Über 4 Millionen Schotten werden morgen Yes oder No zur Unabhängigkeit ihres Landes von London sagen. Es wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet. Eine Abspaltung von England könnte Nachahmer in ganz Europa zu ähnlichen Schritten anspornen. Genau von diesem Domino-Effekt träumt die Abgeordnete der Südtiroler Freiheit, Eva Klotz. In Schottland, und wir werden dann sehen, auch in Katalonien, ist es ein demokratischer, ein grundlegend legaler Prozess mit spannenden Auseinandersetzungen. Wenn es mit Ja ausgeht, wird das eine unglaubliche Tiefenwirkung in Südtirol haben. Von einer realen Umsetzung solch sezessionistischer Träume in Südtirol hält der Obmann der Südtiroler Volkspartei, Philipp Achammer, nichts. Ich glaube, zuerst muss man sagen, dass man die Situation Schottlands nicht mit Südtirol vergleichen kann. Es ist eine vollkommen andere Situation und ich verstehe auch, dass Schottland zu einem Ja tendiert, nachdem er wirklich jahrelang alle Bemühungen um mehr Selbstständigkeit von Seiten Zentralregierung verweigert hat. Für uns könnte aber ein Ja etwas Positives mit sich bringen, nämlich eine wirkliche Diskussion über mehr Regionalismus. Ein unabhängiges Schottland könnte nach Ansicht von Landeshauptmann Arno Kompatscher ein Druckmittel Südtirols gegenüber Rom darstellen. Weitaus mehr schottischen Rückenwind für ein unabhängiges Südtirol erhofft sich Pius Leitner, auch wenn in Südtirol die politischen Verhältnisse anders geschichtet sind. Man sieht es in Katalonien, in Schottland steht das Volk dahinter, das ist eine Bewegung, es finden sachliche Diskussionen statt und man soll auch in Südtirol alles abwägen, für und wider. Was für das Volk, was für das Land eben vorteilhafter ist. Nicht nur im Sinne von Geld, sondern auch von Selbstständigkeit, von Eigeninitiative. Das gehört ja dazu. Aktuelle Meinungsumfragen sagen dem morgigen Referendum in Schottland ein knappes Abstimmungsergebnis voraus. Südtirols Yes-Sager hoffen, dass ihre Chancen für ein unabhängiges Südtirol bei einem No nicht verpuffen. Wenn es nicht klappt, dann können wir Südtiroler zeigen, dass wir es besser können. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir nach Schottland fahren. Wir wollen uns da ansehen, wie sie es machen. Eventuell, wenn es nicht klappt, auch analysieren, was man besser machen könnte. Über 300 Jahre ist Schottland Teil des Vereinigten Königreichs. Solange währt auch schon der Ruf nach Unabhängigkeit. Mit dem Referendum sollte dieser auf absehbare Zeit verstummen. Und das autonome Südtirol wird seine Schlüsse daraus ziehen. So oder so.